Heute zeige ich euch mal einen völlig misslungenen Versuch, Erdbeerkuchen aus der Pfanne nach einem Rezept aus dem Internet nachzubacken. So sollte er laut Rezept aussehen und so sah er tatsächlich aus. Wie das passiert ist und wie ich immerhin noch ein leckeres Erdbeerschnittchen herausbekam, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Beginnen wir mal so, wie ich fast alle meine Videos beginne, zunächst die Zutaten. Die da wären 300 Gramm Erdbeeren, 20 Gramm Butter, 1 Esslöffel Zucker. Für den Teig 1 Ei, 50 Gramm Zucker, 50 Milliliter Öl, 100 Milliliter Milch, 150 Gramm Mehl, 10 Gramm Vanillezucker und ein Päckchen Backpulver. Am Anfang war noch alles okay. Die Erdbeeren zunächst waschen und putzen, etwas kleiner schneiden. Und da ich aus Erfahrung weiß, dass Mengenangaben und Zutaten aus Backrezepten genau einzuhalten sind, habe ich die Erdbeeren auch brav abgewogen. Ich hatte 324 Gramm rausbekommen. Naja, die 24 Gramm habe ich einfach weggefuttert. Und dann geht es auch schon an die Zubereitung des Teigs. Zunächst Ei und Zucker schaumig rühren, Öl und Milch nach und nach einrühren und das gesiebte Mehl mit den restlichen Zutaten ebenfalls unterrühren. Easy, oder? Denn jetzt ist der Teig schon fertig. Bis hierhin verlief alles so, wie es im Rezept auch stand. In der Pfanne für den Kuchen habe ich dann die Butter nach Rezept zerlassen, die Erdbeeren hinzugefügt und 5 Minuten lang köcheln lassen, natürlich bei geschlossenem Deckel, so wie es im Internetrezept stand. Für den Geschmack habe ich noch eine halbe Zitrone leicht ausgedrückt, aber daran kann es nicht gelegen haben. Und nach den 5 Minuten habe ich dann den Teig in die Pfanne eingefüllt, so wie es im Rezept stand. Und dann sollte der Kuchen 15 Minuten bei geschlossenem Deckel backen, was er dann auch getan hat. Nach den 15 Minuten sah der Kuchen dann so aus und jetzt sollte er gewendet werden. Und hier begann das Grauen. Ich nahm einen großen Pizzateller, der über die Ränder der Pfanne hinausragte, und drehte den Kuchen um. Nun sollte der Kuchen in die Pfanne zurückgleiten. Doch er glitt nicht, sondern bröselte Stückchen für Stückchen in die Pfanne zurück. So sah er dann aus und bekam deshalb den Namen von mir Crumbled Strawberry Cake. Ich habe die Teig- und Erdbeerstückchen dann in der Pfanne etwas zurechtgedrückt und gerückt und weiter backen lassen, da der Teig gar nicht durch war. Noch einmal 15 Minuten von beiden Seiten, also insgesamt 30 Minuten länger als im Rezept stand. Tja, und das war dann das Ergebnis. Noch ein wenig Puderzucker drauf, dass er nicht gar so hässlich aussah. Naja, aber geschmeckt hat er. Wenn ihr euch für einen gelungenen Kuchen von mir interessiert, dann schaut euch doch mal meinen Prasselkuchen hier oben im Video an. Das war's von mir zu meinem zerbröselten Erdbeerkuchen aus der Pfanne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kalle.